So, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Division. Hier sind wir mal wieder und wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Nebenmission. Aber auch nur, wenn ihr wirklich Bock habt. Wenn nicht, tschüss. So. An den Rikers vorbeizuschmuggeln. Die sind immer noch da, wissen Sie? Das ist unsere Maschinenpistole und das ist unser Caribbean. Ja. Da gibt's ein lilanes, aber... Es muss euch nicht gefallen, aber wir müssen es tun. Ein paar von euch sind vielleicht nicht alt genug, um sich an die Dark Winter Übung zu erinnern, als der Staat ausprobieren wollte, wie eine Situation wie diese aussehen würde. Tja, es scheint, als hätten sie das alles ziemlich genau vorhergesagt. Und genau deshalb wurde die Directive 51 überhaupt erst verfasst. Und jetzt müssen wir damit leben. Na dann, ja, eigentlich wollte ich die nicht werfen, kann ich jetzt aber auch nicht abbauen oder so. Na denn. So. Hier sehe ich jetzt noch keinen, da sollen wir hin. Warnung, eintreffende Gegner. Oh. So. Eintreffen der Gegner, aber wo? Okay. Warnung, Ware wird beschossen. Komm her. Kriegt mal ein Heady. Ah. Zu hoch. Der hat aber gesessen jetzt. Headshot banging. Kuchen Matsch. Komm her. Kriegst auch nochmal ein Heady. Hier waren doch noch welche. Ja, ich hätte dann leider eine Sniper, aber da müssen wir noch 24.000 waren das, glaube ich, zusammenkratzen. Um es dann letzten Endes zu kaufen. Ich auf jeden Fall habe. Ware wird beschossen. Ja. Wo? Ja. Da. Geht doch. Du brauchst ja nicht hinter einem Baum zu verstecken. Nur wir beide, so gefällt mir das. Naja, nur wir beide, so gefällt mir das, aber abhauen oder was? Was hier Terror auf dem Spielplatz und dann. So, das soll da hinten sein. Jetzt mal schon mal dementsprechend alles nachladen. Wir müssen ja perfekt vorbereitet sein, oder? So, von wo kommen sie? Hier unten, da. Jetzt mal weg davon, Päckchen. Wo? Unsere Chance. Hier. Eure Chance. Komm her. So. Das war doch Kopf, oder? Ja. Der hat aber voll gesessen. Noch mehr Gegners. Komm her. Zack. Was ist wirklich schwer? Dich zu killen? Absolut nicht. Absolut nicht. So. Wo? Da hinten. Ah, bisher nachladen wir nur noch 4 Schuss in dem. Alter, das geht aber ratzfatz runter. Aber die ballern noch nicht drauf, oder? Komm her. Ey. Komm her.
Boah, Kurve, Matsch. Jetzt reicht. Da muss ich auch noch nachladen. Ja, da komme ich raus. Wenn ich rauskomme, dann ist vorbei. Okay. Blaupause Holster. Aber sollten wir hier nicht zwei Blaupausen bekommen? Stufe 20 erreicht. Dufte. Hier liegt irgendwo noch was. Da. Versteckt. Oh. Sah mir nach einem Sniper aus. Das können wir verkaufen. Ist aber nett, oder? Hier. Erstmal was. Ihn werden wir es schaffen. Jupp. Davon gehe ich auch mal aus. Mit Leuten wie mir, dass man das dann hier schaffen wird. Keine Sorge. So, was haben wir dann auch schon mal aufgeräumt? Da haben wir hier noch einen Nebeneinsatz. M44 Jagdversion. Blaue Ausstattungsobjekt würden wir auch noch bekommen. Hier hätten wir einen Kampf. Wir gehen jetzt zur Nebenmission. Ich habe eine spezielle Bitte an Sie. Anscheinend gehen unsere UV-Filter zur Neige. Sie wissen schon, die Dinger, die beim Eingang das Virus abtöten. Die gute Nachricht ist, dass wir schon drei davon gefunden haben. Sie müssen sie nur abholen. Oh. Sie müssen sie nur abholen. Und alles kalt machen. Gib's das jetzt mal auf, danke. So. Wieder schöne Sachen zum Verkaufen. Ich weiß nicht, was die am Wert haben, aber ich gehe mal davon aus, 4000 werden wir damit noch nicht zusammenkriegen. Komm da hoch. So. Oder hier noch irgendwo ein Sniper. Das kann man noch mal eben. Wie war das nochmal? Entschuldigung. Gucken, wie viel. Na, ist das Karte? Wie viel Punkte wir zusammenbringen. Maske haben wir eine neue, die können wir verticken. Ja, der Rucksack hier ist natürlich deutlich besser als der hier. Rüstung, Fertigkeitsattribute, Rüstposten, LP, leere Mod, Inkapazität, Widerstand gegen blutende Wunden, Fertigkeitenstärke. Ja, da ist eigentlich der blaue Ne vom Rüstungsschwert her deutlich höher, aber nicht so nette Features. Was macht das? Jo, haben wir ein neues Ausrüstungsmädchen. Zwei Waffen haben wir auch noch neue. Da haben wir fast 22.000. Also wir müssen noch circa 2.000 und 200 Punkte zusammenkriegen. So, dann schauen wir uns doch hier mal um. Dum, dum, dum. Schade, dass wir nicht da hoch können. Ich würde nämlich auch gerne da hoch, aber können wir uns hier trotzdem doch schon mal. Was ist denn da? Ah. Markierte Position in der Nähe. Schnell da hoch. Da. Können wir von hier snipern? Scheiße! Ah, scheiße.
wenn wir hier nochmal irgendwo einen sehen würden. Haben wir hier denn nichts mit zum Mitnehmen oder so, wenn man schon hier hoch kann? Wo wird denn jetzt geschossen? Ah, guck mal. So. Ich glaube, der schießt nicht nochmal. Ich sehe jetzt hier nicht noch einen weiteren. Ich weiß nicht, ob wir als erstes runter müssen. Da scheint ja auch so ein Filter zu sein, den wir uns schnappen sollen. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. So. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Oh Mist, da kommen noch mehr. Oh. Du musst auch mal ansagen, von wo die näher kommen. Die gehen mir auf den Sack. Oh, er hat die Sprenglinge rausgelassen. Und er steht genau noch da mittendrin. Ah, fuck. So. Nahkampffight. Hab ich nicht getroffen? So. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Aber spät losgefahren, ich weiß nicht, ob man dafür noch irgendwas drücken muss. Weitere Feindkräfte da. Leila macht geiler. So. Aber diese Action hier habe ich glaube ich schon bei Sorbus gesehen. Der war ja nochmal deutlich früher als ich hier. Weil er ist ja mit seinem Kollegen hier durchgewascht irgendwie. Alle Safehäuser einsacken. Zack. Weiß ja noch nicht mal, ob er wirklich alle Nebenmissionen gemacht hat. Weil er ja schon ziemlich schnell durch war. Komm hoch. Also storytechnisch hat er ja. Ist er ja durchgegangen. Komm hoch. Alle erledigt? Warnung! Feindkräfte nähern sich! Wir hätten das auch ohne sie geschafft. Wir hätten das auch ohne sie geschafft, hast du jetzt gesagt? Glaub mir nicht. Bestätigt! Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit! So, was haben wir erfolgreich abgeschlossen? Ja? So, guck mal an, die kommen jetzt gleich da durch die Tür. Guck mal an hier. Aus deiner Stadt, sagt er. Nimm mal weniger Drogen und sei nicht so high. Es gibt nur einen. Und es kann auch nur einen geben. Der Highlander. So. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. So. Kampf abgeschlossen. Dum, 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 dum. Trotzdem fahren wir dann mal hier schon mal hoch. Wenn wir schon mal den Kampf abgeschließt haben. Abgeschlossen haben.
Dann können wir uns auch mal hier oben schon mal umschauen. Was wir hier noch so für schönes Spielzeug finden. Ja, ein Sniper. Ja, aber ich gehe mal davon aus, geldtechnisch könnten wir uns jetzt die... Müsste hinkommen. Das ist ein Präzisionsgewehr. Das neue. Hat 5000... Okay. Nee, so vergleichen. Siehste. Wir nehmen jetzt erstmal das Präzisionsgewehr. Oh, es sieht aber auch schnieke aus. Das ist bei der M60 SRS Curved. Ich muss mal eben gucken, welches welche. Der Curved SRS ist das Snipergewehr, gut. Ich bin ja jetzt nicht voll der Waffennah und so und kenne jetzt sofort alle Waffen in- und auswendig. Das ist das und das. Maschinenpistölchen und so. Kleiner Laserpointer M60. Rot, Curved, nehmen wir runter. Vorne, das ist von der M60 Classic. Wir nehmen natürlich das von der Curved. Zielobjekt. M44. Curved. 12-mal. Ja, 12-mal ist für mich ein bisschen weit. So reicht. So ist schön nett. Das Ding hat nochmal deutlich mehr Schaden. Schönes Modell. Eine schöne Waffe.